Alter, ich liebe meinen Gletscherspalter-Zauber. Den Gletscherspalter? Ja, so nenne ich den. Das ist dieser Eisding da. Dieses. Ach so, Gletscherspalter. Hört heißt Glacier Skate. Ja. Hört sich trotzdem. Da heißt eigentlich Eiskaskade, aber das klingt blöd. Hört sich schweinisch an, wie du das nennst. Ach, nur weil du wieder Schweine stinken musst. Oder Vögel oder was? Chronisch. Ich vielleicht bald nicht mehr. Dann bin ich vielleicht auch ein bisschen erträglicher wieder. Das wäre schön. Arschloch. Ja, in so, diesem Sinne, hallihallo. Was? Du blöder Wichser. Sehr, sehr schön. Was ist jetzt auf der Aufnahme drauf? Ja. Wann hast du die angefangen? Vor einer Minute. Also beim Gletscherspalter, jawohl. Ja, beim Gletscherspalter, genau. Oh Gott. Oh Mann. Ja, hallihallo zu einer neuen Folge Path of Exile. Jetzt ist unser Sexgespräch da drauf, na ganz toll. Wie tragisch. Ich kann es ja noch wegschneiden. Nee, lass drauf. Hab ich auch nicht vor. Das ist ja das Schöne, wenn ich die Sachen rendere, dann bestimme ich auch, was raufkommt. Arschloch. Ja, hallihallo, wir sind wieder zurück. Ja. Nach unserem kläglichen Versagen im Lord's Labyrinth. Und unserer Diablo-Gesprächstherapie. Genau. Und wir werden das Lord's Labyrinth erneut machen. Wir werden es nochmal versuchen jetzt. Wir machen es aber ganz einfach. Wenn wir, also wir fangen gemeinsam an, ich enter gerade schon. Wir fangen gemeinsam an, wenn einer stirbt, dann wird es halt simultan gemacht. Das heißt, dann macht es halt jeder für sich, aber wir quatschen halt trotzdem mit drauf. Jo. Wir wollen, dass ihr das seht. Wollen es natürlich auch gemeinsam probieren. Ach ja, du stehst zwar da, aber du bist noch nicht da. Na, hat die Klappe. Hier, Gletscherspalter. mit welchem Schlüssel fangen wir an? Gold oder Silber? Im Endeffekt brauchen wir sie ja eh beide, El. Ja, Silber geht da schneller. Jo. Oh, die Ladezeiten hier sehr kurz sind tatsächlich. Wollte gerade sagen, da drinnen geht's eigentlich. Wow, deswegen habe ich jetzt auch schon wieder eine ewige Ladezeit. Jawohl. Mama. Ich bin schon mal Kreise gelaufen, da warst du noch gar nicht da hier. Ach, ich bin schon da. Jetzt mittlerweile bist du denn auch mal da, ja. Ist nur schwierig, hier auf dem kleinen Fleck Kreise zu laufen. Ist nur schwierig, auf dem kleinen Fleck Kreise zu laufen. Lexbike. Warte, lass uns einfach schnell den Silber holen, der ist hier um die Ecke. Oh, lol. Tja, wenn es so einfach wäre. Was ist das denn? Das Code to Fire? Ich frage mich hier gerade, warum ich hier jetzt einen ganz anderen Ding jetzt auf dem Bogen hatte. Ah, das macht mir Sinn. Was bist du denn? Wie wär's, wenn ich mal den Herald auf Sander anmache? Das ist eine gute Idee. Hat schon manchmal geholfen. Mach doch mal deinen Gletscherspalter da. Flames. Ich versuche alle Zauber zu nehmen, auch den da. Hier hast du einen Flames. Ja, brauche ich nicht, hab schon 10 Mal. Na gut, dann. Brauche ich nicht, hab schon 10 Mal. Auch da einen schon hochgelevelt auf Level 20 oder so. Na denn. Long. Denn eben nicht. Er ist doch schon längst tot. Wo kommt er denn her? Das war gerade ein geiler. Oh, endlich mal wieder was Gelbes. Oh. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ja, ich hänge hier fest. Jetzt hat. Lass ihn da reinlaufen. Ist doch schon tot. Ich hab sie alle erwischt. Bone Armor mit drei blauen. Die sind schick. Ja, ich muss ja immer wieder auf mein Handy gucken wegen morgen. Hab ich dir ja gesagt. Mhm. Wunderbar. Sorry dafür gerade. Muss ich ganz kurz stehen bleiben. Willst du die Bone Armor nicht haben? Das brauche ich eine blaue Bone Armor. Ja, weiß ich nicht.
Ich habe momentan eine Silken. Ich habe noch eine Silken West an. Ja, deswegen. Aber die hat halt 62 Energy Shield. Was hat das Ding hier? 41 Energy Shield, aber 138 Evasion. Na gut, bringt dir nicht so viel, ne? Evasion bringt dir gar nichts. Vor allem habe ich auf dem anderen noch 14 auf Intelligence. Und Resistance und Reflex 22 Physical Damage. Also. Ja gut. Die hier bringt noch plus 19 to Dexterity und. Pff, Philipp, das wär, na gut, die hat Energy Shield 62. Ja, aber. Ja, vor allem habe ich auf meiner Rüstung 4 Slots. 4 blaue. Ja. 4 Slots habe ich auch, aber nicht 4 blaue. Ja, warum hast du sie wohl nicht in blau? Weil ist so. Alter, bei mir ruckelt das schon wieder ein bisschen heute. Ja. Ich bin mal auf die Fallen dann gespannt, finde ich. Oh, das ging ja letztens auch ganz gut, wo ich dann OBS aufgenommen habe. Das war vielleicht schlimm. Ich krieg von irgendwas hier. Alter! Das habe ich ja gar nicht gecheckt. Tja. Das war knapp. Das glaube ich. Royal Bow. Warte. Der kommt da immer wieder rein. Scheiß drauf. Du hast ein Level up? Nee, ich. Achtung! Jawohl, Alter, wie lange der auf der Stelle bleibt. Darf ich kurz leveln? Ja, warum hast du ein Level up und ich nicht? Wie viel brauchst du denn noch? Noch ein komplettes Feld. Das war wegen beim letzten Mal, wo du tot warst, wo wir dann weitergespielt haben. Das tut mir leid. Ach, du hinten kommt gleich eins rausgeschossen. Secret Passage. Lass uns erst den Schlüssel holen, dann gehen wir da rein. Wie kostet denn? Nee, sollen wir nicht erst da rein? Na gut, egal. Von mir aus können wir auch erst da rein. Wir können auch jetzt den Schlüssel holen, dann haben wir ja, wenn man dann haben wir den Schlüssel halt schon mal sicher, weißt du? Genau, und wer weiß, was uns im Secret Passage erwartet. Sie dürfen aufhören. Ich will es gar nicht wissen. Lol. Warte mal. Der müsste dann links sein. Glacial! Der ist so geil, der Zauber. Geheimer Schatzraum. Mit Scheiße. Ich wollte gerade sagen, okay, geheimer Mistraum. Rumpelkammer. Oh Gott! Alter, da kommt noch mehr raus. Wenn du da durchläufst, passt ein bisschen auf. Ja, ich bin hier jetzt gerade noch mal kurz wieder reingelaufen, damit ich aus dem Weg von den Affen da. Da kommt gleich wow, raus. Das wissen. Ja, du solltest dich mal ganz dringend heilen. Du Scheißtür! Drecksding. Geht's hinten weiter? Ja. Ja. So. Alter! Man muss echt in dem Moment, wo die runter ist, musst du durch. Drecksvieh. Warte mal, so. das müsste ich so hinkriegen. Ne, kriege ich nicht hin. Kann ich da einen Meteorschauer fallen lassen? Wow, die falsche Taste gedrückt. Ne, kann ich nicht. Ja, die kriegen wir dann auch so hin. Ja, wäre nur lustig gewesen. Leggy Legman. Achtung. Das ist recht einfach durchzugehen. Ja, Gott sei Dank, da muss man ja nur am Rand bleiben und warten. Die waren die Fallen ja auch noch kaputt. Ja, das hat man schon gelesen damals. Basilikas Holz? Nee. Hä? Oh nein, ich vergaß. Na? Ich hab mich ja im Wiki durchgelesen, ein bisschen durch die Lost Labyrinths, als damit wir einen Tipp haben. Mhm. Die sind jedes Mal random. Oh. Was sagt unsere Current Location? Das ist jetzt wichtig tatsächlich.
Nur der Silver Key ist hier. Das ganz heißt? Toll. Ja, der ist hier vorne. Scheiße! Hab grad ordentlich einen abgekriegt hier. Sekunde, Handy. Jo, Entschuldigung. Kommst du? Mhm. Hier unten waren wir ja auch schon. Ja. Warte mal, was sagt die Karte? Oh, die Karte sagt... Ich kann es nicht lesen, weil es zu hell ist. Die Karte sagt, wir haben draußen noch einiges. Aber da hinten war noch ein Gebiet mit den Viechern. Ja, aber ich sehe hier nichts, wo man da... Ich sehe hier auch Spezialtüren. Warte mal, die müssen wir... Das wäre dann hier hinten. Ich gehe mal kurz gucken. Oh ja, es leckt. Oh ja, es leckt. Des Wahnsinns? Das hat halt geleckt und ich stand halt während des gesamten Lecks in dem Teil drin. Nett. Die Wand kann man runterfahren. Laut Karte. Ah. Jawohl. Jetzt weiß ich wie. Muss ich sie einfach anklicken. Ich hab doch gesagt, es ist irgendwie strange. Hm. Weißt du? Ja. Aber trotzdem. Ja, die ganzen Flas nehme ich halt mit. Hier sind wir nicht... nee, darf ich kurz leveln, bevor wir weitergehen? Ich habe nur gerade mal geguckt nach dem anderen Ding da. Aber ich durch die Tür ein, da wollte ich nicht nochmal durch. Echt nicht, super, jetzt ist die wieder komplett anders, das Lost Labyrinth, weil wir eine neue Sitzung haben. Auch schön. Wir wissen also nichts hier, mehr. Hier was Neues. Ja, das heißt, wollen wir einfach mal in Basilikas Haus reingehen? Das war jetzt hier am nächsten oder in die Secret Passage? Lass uns erstmal in Basilikas Halls gehen, da hinten. Gut. Aber Basilisk hört sich blödsinnig an. Das hört sich eher Aua an. Die Fallen hier sind ja echt Pillepalle. Schade, dass der Silver Key hier nicht mehr ist. Aber irgendwo auf der Map ist er noch. So, ich entere Basilika Halls. Ja. Da sind wir jetzt mal gespannt. Vor allem lag jetzt eine neue Story für uns. Ach, ich werde nur zwischendrin mal kurz immer wieder aufs Handy, ne? Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Links oder rechts? Wir sind oben. Okay. Wir gehen mal nach oben. Warte mal, was ist, sorry, mein Fehler. Ich muss noch mal auf die Current Location gucken. Was haben wir hier? Nichts. Hier gibt es eigentlich nichts außer einen Weg. Okay. Aber ein Weg ist dann, wir wollen ja trotzdem auch leveln. Was bist du denn? Nicht. Dachte ich auch, wo ich das Ding zuerst sah. Aber warte mal kurz. Da kam gerade eine Geschäfts-SMS. Ding, 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 ding. Ja, ja, du kannst die Leute ja unterhalten. Goldpot. Mal gucken, was da... Natürlich nur Mist drin. Naja, manchmal hat man ja Glück und da droppt auch was Schönes. Ah, Papier. Was zu tun, yay. Sieht noch richtig nervig aus, was sie so... Es scheint eine sehr geschäftige SMS oder WhatsApp. Ich lach wegen dir. So sein. Ach so. Ich dachte, du kicherst da so irgendwie, weil du Geschäfts-SMS... Ich hab tatsächlich wegen dir gekichert. Ich hab dir schon zugehört. Boah, ich wollte dich gerade angreifen. Das ist nett. Ja, mein Gott, man erblickt mich immer so was hässliches. Das stimmt wohl. Die V
Fallen sind ja Pillepalle wieder mal. Gem Cutters Prison. Nehmen wir mal mit. Okay, die Falle ist echt unfair. Ah ne, ist sie nicht. Die ist genauso schmal. Ja, die Fallen hier sind ein bisschen schmal. Die sind einfach nur da, um eine Begrenzung zu basteln. Ja. Um anzudeuten, dass hier mal irgendwas Heftiges war oder so. Was für geile Chat. Oh, ich habe einen Lag. Bin ich noch da? Ja. Nee, drei. Oh, zwei. Jetzt nicht mehr. Ach, fick dich, Spiel. Ja, das heißt, wir machen es dann simultan. Ja. Dann mache ich mal weiter hier. Mach weiter. Und ich gehe kurz kotzen. Au ja, kotzen. Warum? Warum? Ja, keine Ahnung. Warum gerade jetzt ein Leck? Warum stürzt die Scheiße bei mir immer ab? Ich brauche einen Desktop. Also einen Bildschirm. Ich kann so nicht arbeiten. Ach ja, das glaube ich dir gerne. Das macht so keinen Spaß mehr. Nee. Oder wollen wir das jetzt nochmal neu anfangen, weil da haben wir jetzt nicht viel gemacht. Ja, aber dann fangen wir wieder 80 Mal neu an. Nee, das ist eine Mal. Das ist halt die Frage, ob du Bock hast oder nicht. Ich hatte von vornherein eigentlich gesagt, lieber ein bisschen Story machen, weil... Ja gut, dann machen wir das jetzt einfach nur schnell simultan durch. Ich wollte kurz sagen, machen wir so weit, wie wir kommen. Wir können ja jeder noch einmal versuchen und wenn im Endeffekt... Wenn ich noch ein Deck hab, dann... Wenn wir drauf gehen jetzt nochmal, dann... warten wir halt so lange im Enchantment, bis der nächste dann fertig ist. Oder? Das wird dich blöd. Wieso? Wenn du dann da rumstehst und dumm guckst. Du kannst ja dann dein Personal Hideout mal einrichten. Ich würde sagen, dann kann ich mein Hideout mal machen, genau. Boah, ich bin gerade so spiegelig deswegen. Ich bin gerade so stinkelig. Aber dann suche ich mal schnell den Silver Key. Jo. Dann könnt ihr das auch sagen, wo der ist. Ich sammle hier schon wieder Mist drauf, den will ich gar nicht haben. So, die tauchte jetzt für mich auch nichts. Oh. Mahlzeit. Ja, vorhin gab es Leberkäse-Semmel. Gesundheit. Geht's nicht? Sure. Jawohl. Natürlich. Jawohl. Gibt's ja nicht nur in Bayern. Wie heißt denn das dann bei euch? Leberkäsebrötchen. Bah. Leberkäse fix nochmal. Oh, Leberkäse ist das, Dude. Daumische Hunde. Das ist ein netter Gegner hier. Sind schon so ein paar nette Gegner hier. Paar nette Gegner. Deathbow. Das hört sich doch interessant an. Da wollen wir mal. Natürlich, bei mir sind die Fallen anders. Ich habe eine neue Session angefangen. Ja, das Alter, bist du das war. What the fuck? Oh, meine Katzen fangen gerade an, sich zu mögen. Nee. Bei mir ist die gesamte Area wieder anders. Komplett. Ja, super. Ich habe hier gerade den Apocalypse Barrage Deathbow gefunden. Physical Damage 34 bis 90, Elemental Damage 16 bis 28. Ich gehe hier drauf. Das ist übel. Puh. Das wird ein Traum. Nee, meine ist noch besser, dank deiner Verbesserung. Tee. So, wo waren wir hin? Jetzt habe ich schon wieder was aufgesammelt. Geh weg. Na toll, bei mir ist wieder alles anders. Und wie viele Gegner hier sind. Ich habe hier Ausgang gefunden zum Estetralt. Das ist doch Blödsinn, dass ich jetzt hier rausgeflogen bin. Ich wollte da doch nicht raus. Das wäre halt schön gewesen, wenn ich die gleiche Map wie du spiele, weißt du? Ja. Das ja klar, ich habe auch eine neue Session angefangen. Sind,
Weißt du, Dankeschön. Ja. Aber naja. So wie ich das befürchte, werden wir das Ganze noch so einige Male spielen müssen. Weil es ist einfach übel. Ich bin ja auch gerade fast gestorben. Ja, ich weiß jetzt hier auch nicht mehr so wirklich, wo ich noch hin soll. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Da irgendwo nach oben. Hoppa. Und ich muss hier tatsächlich jetzt du aber alleine, ist das alles ein bisschen schwieriger. Hier musst du halt wirklich vor allem, ich muss halt mit allen meinen Zaubern spielen. Ich muss hier durchswitchen, je nach Situation. Vom Feinsten, ey. Chest, wie kommt man da ran? Zum Glück habe ich hier noch keinen legendären Boss gefunden. Ich hatte jetzt schon ein paar davon. Das wird, glaube ich, heute nichts mit aufnehmen. Schon wieder rausgeflogen. Hm. Ich frage mich nur, warum. Ich habe gerade noch mal geguckt, alle meine Systeme laufen unter 30%. Komisch. Warum kickt der mich jedes Mal? Kriegt also ausnahmsweise mal nicht am System. Aber irgendwie kickt der mich die ganze Zeit. Warum? Ist doch Schmarrn. Ja.